Da habe ich Bock drauf. Da braucht man gar keine Vorbereitung, oder? Gehen wir direkt rein. Halleluja, Amen, Servus, grüß euch und willkommen zurück bei einem wunderschönen neuen Video. Könnt ihr euch erinnern, wo ich ein Video über die Weselis gemacht habe und die Wieselis gesagt habe? Ich habe immer die Wieselis gesagt und dann hat Imp eine Reaction drauf gemacht und hat sich aufgeregt. Wenn fanatische Christen einen Film machen, das schauen wir uns jetzt Vielen Dank an Shopify für das... Gerne. Weißt du was? Gerne. Ich bin's, Shopify. Sponsor dieses Videos. Wir haben jahrelang gewartet. Und endlich ist es passiert. Unsere Lieblingschristen haben einen neuen Banger rausgehauen. A love for Christmas. Jesus, the King, came into the world in a dirty stable. Und by the way, ja, genau, die waren das, ja, safe. Und by the way, falls ihr nicht wisst, wer diese Menschen sind, da geht es nicht darum, sich irgendwie über den christlichen Glauben lustig zu machen, alles andere als das. Ich selber bin nicht christlich aufgewachsen, ich bin katholisch aufgewachsen. Es geht mehr darum, was diese Menschen von sich gegeben haben und wie unfassbar cringe der erste Teil war. Und generell sind die Leute dahinter auch ein bisschen weird. Also der Typ, der Alpha-Weseli oder sowas, der hat da auch so ein Video rausgehaut, so, ja, warum Take Me to Church ein Lied ist, was ich in die Hölle schicken wird oder sonst was und halt, dass schwule Menschen voll dumm sind und sowas. Da hat er auch einfach recht. Da sage ich auch ganz ehrlich, homosexuelle Menschen, ja, wenn das Torak hört, Torak, hier, Shoutout, homosexuelle Menschen, die werden in die Hölle kommen und da werde ich ihnen einen lutschen, oder? To meet us lowly humans. A law for Christmas. Das weihnachtliche Meisterwerk hat tatsächlich alles, was ein sensationeller Film braucht. Der da! Wo ist er? Komm zurück. Mein Lieblingsmensch auf der ganzen Welt, der Haberer. Glorreiche Schauspieler. Well, I've done a lot of listening since I've been here. And now it's time for action. Sinnlose Szenen, die über Minuten ins Nichts führen. Drei Wochen später. Tiny, invisible elves. Eine Ewigkeit später. It's twisted like a pretzel. Yeah. It's twisted like a pretzel. My dog stepped on a bee. I remember that happening. I just love hanging Christmas lights. Ungeahnte Special Effects, von denen Peter Jackson nur träumen kann. Wahre Emotionen, reiner als jeder katholische Priester. I love that story and I just love Jesus so much. And I thought he was different. Bruder. Eine kontroverse Kussszene von zwei Schauspielern, die nicht miteinander verheiratet sind. Nein, ich scheiß mich an. Ihr kommt in die Hölle, ihr werdet schmoren, ihr Versager. Wie kannst du das sagen, Alter? All diese Themen werden auf gerade einmal 2,5 Stunden gecovert. Man braucht eben Zeit, um Gottes Botschaft auf cinematografisch höchstem Niveau zu verpacken. It amazes me that Jesus is interested in us. He cares about how we're doing. Also es ist ja unfassbar lustig. Die haben ja einen Film gemacht. Die Weselis, die haben ja einen Film gemacht, Bruder. Weseli, wie hieß denn der erste Film? Weseli-Film? Finde ich den so? 13 Reasons Why. Na, hier, 2025, das war das. Und da hat Weseli, Curtis Connor, wie schreibt man den? Curtis Connor, der hat da ein Video dazu gemacht. Anti-Masker, Christian Movie, was auch immer. 11 Millionen Aufrufe. Ah, der hat hier auch ein neues gemacht. Und dann haben die so unfassbar viel Hate bekommen, wegen der schieren Reichweite, die der Typ halt einfach mitgebracht hat. Und haben dann gesagt, weißt du was, wir verpissen uns. Und die sind dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später sind die wieder zurückgekommen und haben gesagt, weißt du was, wir haben jetzt vor, einen zweiten Film zu machen. Das ist jetzt der zweite Film, nur dass ihr euch chronologisch auskennt. He's in charge of the whole universe. Yet he cares about how our day is going, what we're up to, what we're worried about. Oh, das klingt ja helitastisch. Wow. Für diesen Blockbuster haben die Weasley Bros keine Kosten und Mühen gescheut. Für die Produktion sollen sie 50 bis 100.000 US-Dollar hingeblättert haben. Oh, scheiße. Zwei Unterstützer? Wer hat da wie viel gespendet?
Aber to be fair, die haben die Hälfte von ihrem Budget, was sie haben wollten, erreicht. Auch international hat der Film mal wieder Wellen gemacht. Curtis Connor war extrem begeistert. The worst Christmas movie ever made, A Law for Christmas. Wir sind wahnsinnig neugierig und der Holy Spirit kribbelt uns schon in den Fingerspitzen. Same, der Weasley-Film soll die Antithese zu all diesen... Ah, schau, er sagt auch Weasley, er sagt auch Weasley. ...diesen antichristlichen Werten der Neuzeit sein. It's gonna be life-changing. Fühl mich... Der Jonas? Der Jonas Review? Holt euch eine Tüte Popcorn, lehnt euch zurück. Es wird höchste Zeit, dass wir zusammen reinschauen. Let's fit. Bro. Das redet mir ja das Mr. Bean Intro. Amen. Stark. Stark, stark. Ey, also eine Sache so an meinem Aufkommen als katholischer Bre, die war immer wirklich super. Jedes Mal, wenn du in einer Kirche reingehst, hast du so diesen gleichen Geruch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr, sehr beruhigend. So, ja, da gab es in Polen, wo ich auch Teil meiner Kindheit verbracht habe, gab es eine fette Kirche. Ich könnte euch jetzt gar nicht sagen, wie die Ortschaft heißt, aber das ist so eine Kirche in der Nähe von Krakau, in so einem kleineren Dorf. Und die ist gebaut aus ultra vielen, also die ist ganz normal gebaut, aber außen auf der Außenwand hat die ultra viele so kleine Steine so dran geklebt oder sowas. Das sieht unfassbar crazy aus. Diese Kirche, du hast noch nie so eine crazy Kirche gesehen. Und da gibt es so einen unfassbar riesigen Jesus drinnen, der halt so aufgehängt ist. Und das hat mir immer sehr imponiert als Kind, weil das ist immer so, du kommst rein in so dieses Gebäude und das ist unfassbar riesig und da chillt er einfach so. Aber bei uns in Österreich, wo ich dann als Kind quasi in der Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch eine Kirche und die ist die absolut hässlichste Kirche, die du jemals gesehen hast. Also die ist absolut wack. Wenn ich dir die Kirche zeigen würde, du wirst nicht mal sehen, dass es eine Kirche ist. Es schaut einfach aus wie irgend so ein Horst. Da habe ich mir immer gedacht, naja, die in Polen war besser. Ja, wir haben auch einen Jesus gehabt. Laternierer, ich danke dir. Kommt sie auch so vor, als würde unsere Welt immer weiter den Bach runtergehen? Man sieht immer mehr Pride-Flaggen, man sieht immer mehr Demonstrationen, man sieht immer mehr Abtreibungen, alles wird legalisiert. Legalized nuclear bombs. Ja, Mann. Swag Messiah. Treue Zuschauer kennen die Weasley Bros und ihre göttlichen Produktionen in- und auswendig. A Law for Christmas ist nicht das erste Projekt, mit dem sie uns gesegnet haben. Ihr erinnert euch vielleicht an den Anti-Masken-Blockbuster, den wir schon damals reviewed haben. Oh, have fun, wollte ich sagen. Ey, da war meine... Ey, by the way, das war einer von meinen proudesten Momenten. Kaiser Weseli Unge. Das war die einzige Reaction jemals, auf die Unge reagiert hat. War das? Ja, genau. Genau, und da hat er... Und da habe ich einfach nur aus Joke, habe ich halt so da drinnen da so einen kurzen Clip von Unge eingebaut. Der hat nie auf meine Videos reagiert und dann auf einmal hat er das gesehen. Gott. Warte. Ach du Scheiße. Das war so funny. Einfach die Longboard-Tour. Ich habe mich so gefreut, dass er das gesehen hat. So ein Zufall, aber auch so geil. Also erstens, setzt er sich da eiskalt auf das ganze zerbrochene Glas? Zweitens, warum ist der Autoschlüssel für das Auto im Auto? Und drittens, warum ist das Glas wieder da, wenn er einsteigt? Oh. Ende letzten Jahres kam dann die sensationelle Ankündigung. Wir haben ganz großartige Neuigkeiten. Und zwar unser Film. Unser Film ist draußen. Film. Aber es hat sich ziemlich schnell gezeigt, bis nach Deutschland sollte Gottes Wort scheinbar nicht dringen. Es war ein absoluter Pain, sich den Film zu besorgen. Mann, Alter! Ich will A Law for Christmas schauen.
Auf der Weasley Bros. Website wird man erstmal von der billigen Kopie des Warner Brothers Logos begrüßt. Bruh. Wenn man sich dann Law for Christmas anschauen möchte, steht hier ganz präsent Stream on Amazon Now. Dort kann man sich den Film für $1.99 leihen oder für $4.99 kaufen. Aber aus Deutschland oder den Niederlanden funktioniert es halt einfach nicht. Oh Alter, jetzt eine VPN-Werbung, die wird so schallern. Wir haben es mit einem VPN probiert, auch das hat nicht geklappt. Oh. Aber dann haben wir uns an Joshuas Worte aus dem Ankündigungsvideo erinnert. Also wir haben, glaube ich, in den USA haben wir 3000 DVDs und Blu-Rays. Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, 50 DVDs und 30 Blu-Rays oder so. Nur ein ganz kleines bisschen, was haben wir mitgenommen. Wenn die ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Ich weiß, vielleicht habt ihr keinen DVD-Player. Kauft euch einen DVD-Player, kostet 30 Euro. Back to the Roots, Freunde. Back to the Roots, kauft euch eine DVD. Die Weselys stehen nicht nur für ein biblisches Weltbild, sondern auch für Technik aus vergangenen Zeiten. Gut für uns, denn so konnten wir noch schnell eine der 50 DVDs für rund 10 Euro bestellen. Bro, und extra noch DVD-Player oder was? Naja. Meine Familie ist von dort, also meine Mom kommt aus Polen und da hatte ich Family und habe ich viel Zeit verbracht so in Polen. Und damals konnte ich auch Polnisch sprechen, was sehr cool war, weil da konnte ich, also da habe ich immer mit meiner, wie wir dann wieder in Österreich waren, da habe ich immer mit meiner Schwester gemeinsam auf Polnisch gesprochen und die anderen haben uns nicht verstanden, weißt du, das ist immer so eine Geheimsprache, aber wir haben einfach eine for real andere Sprache gesprochen und ich kann jetzt leider gar nichts mehr. Also gegen Ende, so wo ich dann so Teenager und sowas war, da konnte ich dann leider auch gar nichts mehr und das ist halt mega bitter, aber du hast halt auch einfach als jemand, der, ich sag jetzt mal, einmal im Jahr dann noch in Polen ist oder im Ausland eben ist, da hast du auch nicht mal wirklich so den Drang, sag ich jetzt mal, oder die, weißt du, du wirst jetzt nicht die ganze Zeit lernen oder das die ganze Zeit bei dir behalten, um dann noch die Sprache sprechen zu können, wenn du sowieso einmal im Jahr halt drüben bist, weißt du, was ich meine? Genau. Aber ich habe da gute Memories, also ich habe da viel damals meine Großeltern gesehen und meine Tante hat damals auch dort geheiratet und sowas und ich habe da immer noch Familie, also sehr gut. Verstehst du es aber noch? Verstehen eher noch. Aber das ist, glaube ich, immer in jeder Sprache so, dass Verstehen einfacher ist als Sprechen. Vor allem, die fallen halt die Wörter nicht ein, aber dann hörst du ein Wort und dann denkst du, ah ja, fix, genau. Aber ich könnte jetzt ehrlich gesagt, wenn ich einer Konversation zuhöre, ich könnte da ist ganz, ganz wenig rauslesen, sondern nur minimal so fiezeln von Kontext. Aber damals, ich konnte mich einfach unterhalten. Ich habe einfach Polnisch gesprochen und jetzt kann ich gar nichts mehr. Ist das crazy? Aber safe, haben die das, glaubst du, auf irgendeine andere Adresse bestellt? Weil jetzt nicht, dass die Weselys einfach wissen, wo der Jonas wohnt. Gott sei Dank war sie noch nicht ausverkauft. Direkt nach dem Bestellvorgang haben wir diese tolle christliche Danksagung erhalten. Ja, das kann ich nicht lesen. Irgendwas mit deinem Stream. Ah, ich mag deinen Stream. Ich mag deinen Stream sehr gerne. Ey, na bitte, geht doch. Gloria Winters and a Law for Christmas. Thank you so much for buying Schnecke, our DVD. Ich danke dir. It means the world to us. And it helps more than you know, because it helps share the gospel to not only believers who need to hear the message, but to also unbelievers who really need to hear it this Christmas. Aber zahlt sich das überhaupt aus, das auf eine DVD zu brennen? Oder kannst du, oder ist es so wie damals, wenn du so die neuen Wise Guys und die Ärzte-Songs auf deine DVD so gebrannt hast und dann mit so einem Filzstift quasi draufgeschrieben hast, was das ist? Oder musst du das extra bei so einem Unternehmen machen, weil den ganzen Film draufbrennt? I don't know. Wenn auch du deinen eigenen Film oder ein anderes Produkt vermarkten willst, können dann wir dir Shopify ans Herz legen. Mit Shopify geil. Kannst du dir mit wenigen Klicks deinen eigenen Online-Shop erstellen. Ja, weil sie auch einen Film drehen möchte, dann auf jeden Fall mit Shopify. Schaut da gerne vorbei. Shoppt da gerne vorbei. Tür geklingelt. Und sie war da. Wir haben einen alten, verstaubten DVD-Player herausgekramt, die DVD eingelegt und... Die Hauptfigur des Films ist die karrieregeile Gloria Winters. Für die Rolle haben die Weasleys einen echten Star in der Christfluencer-Szene gescored. Die Jesus-TikTokerin Savannah Latham. Damn! Ja, 180.000 ist gar nicht so schlecht. 5 ways you can grow closer to God. Number 1 is to get a daily devotional. The first thing I do when I wake up in the morning is I immediately read my Bible. Talk about 4 things that are opening demonic doors that you could possibly be doing. Boy,
That escalated quickly. The third thing you need to do is renounce any occultic practice, any demonic curses or witchcraft that could be attached to your bloodline. Even if you yourself have not done any of it, demons can enter and oppress you through your bloodline, through pacts that other people made with demons. Wie unfair ist denn das bitte? I've always heard the Lord speak to me. I mean, he's told me when people are gonna die, he's told me when things are gonna happen, and they've all happened. And when I haven't listened to the Lord, bad things have happened because he tries to prevent me from being dumb and stupid, you know? Gott persönlich hat ihr laut eigenen Aussagen stets geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen und sie vor schlechten Dingen bewahrt. Gott hat sie aber scheinbar nicht davor gewarnt, bei diesem Film mitzuspielen. Boah, ich werde wieder Kommentare bekommen, wenn ich mir das anschaue. Der Film beginnt und wir... Ich sage auch ehrlich, spätestens wenn du bis hierher geschaut hast und nicht differenzieren kannst zwischen Religions... was heißt Kritik, Satire und einfach nur tatsächlich menschlicher Denkungsaussetzung, dann ist es sowieso schon schwierig. Spring direkt in den stressigen Arbeitsalltag von Gloria. Ich liebe religiöse Menschen und ich bin neidisch auf religiöse Menschen. Ich habe das jedes Mal gesagt und trotzdem kriege ich Kommentare wie, ja, du wirst in der Hölle schmoren. Ja, weißt was, Matthias, es ist mir fucking scheißegal. Du Trottel, Alter. Jetzt ist eh schon wurscht. We need the approvals. No. I don't care. You need to get this done now. Christmas is a day like any other. With that attitude, you will never succeed. Gloria verkörpert im ersten Teil des Films eine antichristliche Alpha-Mentalität. Hätte Gloria eine Yacht, wäre sie mindestens doppelt so lang wie die von Jeff Bezos und hätte 4 Jacuzzis mehr. Die Weasley Bros lassen sich in den ersten 10 Filmminuten wirklich keine Gelegenheit entgehen, uns einzuhämmern, was für eine ätzende Person Gloria ist. Sie behandelt ihre Assistentin wie Dreck. Boss, I have some exciting news. Great, do you have my coffee? Später feuert sie kurz einen Mitarbeiter, der schon 15 Jahre für das Unternehmen arbeitet. I'm so sorry to tell you, but I have to let you go. What? Are you serious? But it's almost Christmas and I need this job. I'm sure you'll find another one. Maybe after the holidays. Für die Zuschauer, die es zu diesem... Der denkt gerade an seine Abfertigungssumme, die er bekommt. Na, da wird es schöne Weihnachtsgeschenke Punkt geben. Immer noch nicht wissen, Gloria ist ein böser Karrieremensch. Ich mag Monet. Erfolg ist alles für sie und sie will ordentlich Kohle scheffeln. Number one, golden Rolex, red Ferrari. Die schlimme Gloria erfährt irgendwann von ihrer Assistentin, dass es eine offene Stelle in einer Ministeriumsabteilung gäbe. Gloria ist so busy und fokussiert auf ihre Karriere, dass sie die Jobdetails gar nicht jucken. It's a cabinet position and that's all I need to know. Absolut göttlich. Und tiefgründig geschrieben von den Weasley Bros. Joshua hat sich dann auch noch Tarantino-Style einen kleinen Gastauftritt ins Skript geschrieben. Komplett aus dem Nichts hält Joshua einen völlig zusammenhangslosen Vortrag über das Bildungssystem ohne Bezug zum Film. Good job in research. Thank you. Next presentation. Thank you for the opportunity to talk with you about the school system in 2030. Gloria bekommt dann die Ich find's geil, wie er ein Skript geschrieben hat, dass sie das nicht interessieren soll. Miriams Stelle und ist jetzt Landwirtschaftsministerin. Als Ministerin soll sie dann aber aus irgendeinem Grund das Social Media Game des Ministeriums verbessern. Have you heard of this new social media thing? We want to go viral. Damn. With a campaign. Highlighting the accomplishments of the administration. Ja, stell's mich ein, ich react auf die accomplishments. As we gear up for the next election campaign. Wahrscheinlich hey, Joy, boy, hat Glorias Ministerium mit Neid auf die viralen Kampagnen des Freistaates Bayern geschaut. Ja. Bayern? Sind wir nicht alle ein bisschen cruel? Wie Cem Özdemir. Ein bisschen was? Ein bisschen cruel? Bayern? Sind wir nicht alle ein bisschen cruel? Wie Cem Özdemir tauscht Gloria also ihre schicken Schuhe gegen Gummistiefel ein. Sigma? Sie reist in die entlegene... Was ist Groot? What the fuck, Alter? Bin ich da schon outdated? Brauche ich ein Update oder was? Das ist Groot. Das Viech, das sehe ich mir dann. Ich bin Groot. Hä? Groot aus Marvel? Ach so, der Habschi, der da.
Ach mein Gott, der Typ, der da tanzt, oder? Tauscht Gloria also ihre schicken Schuhe gegen Gummistiefel ein. Sie war das jetzt? Ja, dieser kleine Dings da, okay. Reist in die entlegensten Städte der USA, um von den Bedürfnissen der lokalen Bauern zu erfahren. Ey, sorry, ich hab nie Corey in der Haus geschaut. Bahn und alles für Social Media festzuhalten. Wie es sich für Regierungsbeauftragte gehört, fliegt Gloria mit ihrer Assistentin und einem Kameramann im PJ durch die Stadt. Viele Sachen kann man ja gar nicht machen ohne ein Flugzeug wie dieses, ja. Das ist, by the way, Taylor Swift. Beweglichkeit und morgen da sein und so weiter. In der Luft kann Gloria dann endlich wieder hustlen. Sie bereitet sich auf ein Treffen mit dem Bürgermeister vor, Christian Baker. I loathe local small town politicians. Christian Baker, okay. Der ist tagsüber ist er normaler Businessman und nachtsüber ist er wer? We're always Baker? Big old bunkins. And so outdated on political issues too. Doch jetzt kommt der Haken. Vielleicht habt ihr gerade gesehen, wie sich der Pilot während Glorias Rant zu ihr nach hinten herumgedreht hat. Ja, ja. Hier hat sich Joshua einen ganz ausgeklügelten Plot-Twist auf dem Niveau des Red Weddings einfallen lassen. Haltet euch fest, der Pilot ist einfach Christian Baker. Das ist der... Mayor Chris Baker? You know, your local bumpy politician? Wow! Nach der Landung bringt Baker die Gruppe mit seinem Truck zu seiner Schwester, die zufälligerweise auch noch ein Gasthaus führt. Tschüss. Perfekt. Gloria gibt weiter High-Performer-Vibes. Relationships, troubles. Excuse me? We have some work to do. Of course. So, which view do you prefer? City view or mountain view? Oh, sie nimmt safe city. We're here to work, so we don't really care. Okay. Dann geht. Ich war letztens in Kopenhagen und da war ich in einem Hotel, das war richtig nice und das war urcool, weil die konnten dich, die haben dich auswählen lassen, welches Zimmer du haben möchtest, based on the view. Also du hast quasi die Auswahl gehabt, okay, möchtest du halt in Richtung von, weiß nicht, dem nächsten Kirchturm schauen, möchtest du in Richtung vom nächsten Obdachlosen schauen und sowas. Und wobei, das nehme ich zurück, also Obdachlose habe ich tatsächlich gar keinen einzigen gesehen in den Niederlanden. Also ich glaube, die Obdachlosen dort, die verdienen mehr als ich wahrscheinlich, ne? Teures Land. Auf jeden Fall haben wir dann die View genommen in Richtung so Hauptplatz und musste man extra zahlen? Nee, das konntest du dir einfach aussuchen. Also die hatten mehrere Zimmer frei und die haben gesagt, naja, welches wollen sie? Ich so, naja, dann nehmen wir das. Und da habe ich dann rausgeschaut und da war ein fettes Plakat von Ryan Gosling und der hat mich einfach angeschaut. Das war von dem, wie heißt das, The Fall Guy oder irgendwie so, von dem neuen Film. Ich sag Niederlande? Upsi, Dänemark, hoppala, naja, fuck, ich bin noch beim Eurovision Song Contest Start. Warum auch immer. Gibt es in Kopenhagen was Schönes anzuschauen? Kopenhagen an sich ist ein sehr schöner Kontinent, würde ich tatsächlich sagen. Und so spezifische Sachen jetzt nicht, aber ich würde einfach hingehen und die Stadt experiencen, weil ich sage euch ehrlich, es gibt viele Länder, oder ich sage jetzt einfach mal Städte, weil ich habe jetzt nicht das Land Dänemark gesehen, aber... oder den Kontinent, aber die Stadt ist ein wunderbarer Ausgleich zwischen alten traditionellen Gebäuden und der Struktur und Modernität. Also das schaffen nicht viele, das so gut umzusetzen, weil ich sehe das zum Beispiel auch manchmal, jetzt nur als Beispiel, weil es mir einfällt, in Wien, da gibt es manchmal solche Orte, wo du eine perfekte Symbiose zwischen den beiden hast. Kontinent, das war ein Joke, na meine Güte, ich weiß, dass es ein Planet ist. Auf jeden Fall gibt es da noch manchmal solche Stellen, wo du, weißt du, da hast du so alte, schöne Bauten und zwischendrin einfach komplett fucking, keine Ahnung, irgendwas dahin gebaut und sowas. Und das irgendwas dahin gebaut, das schaut ja an sich cool und spektakulär aus, aber es passt halt einfach nicht zusammen. Und das ist halt ein Problem für mich. Light John, dankeschön für die zwei verschenkten Subs. Mal mit einem Schulbus zum ersten Landwirt, um endlich Material für die Kampagne zu filmen. Die Busfahrt durch die ländliche Idylle wird genutzt, um uns Christian Baker vorzustellen. Er ist ein weiterer Universum, der uns seine Lebensgeschichte im Detail vorträgt. Initially I didn't even want to become the mayor. I just wanted to find a way to help people of my town, you know? 3000 Jahre später. Ja, es war ein Versprecher. Ich weiß, dass Dänemark in Kopenhagen liegt. Anyway, I would ask folks. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. I try to listen. A whole lot more than I talk. You've got
gotta be joking me. Sein gefühlt dreistündiger Monolog soll uns ganz subtil nahebringen, was für ein guter und selbstloser Mensch er ist. Gloria ist von so viel Nächstenliebe verständlicherweise nur angewidert. Die einzige Figur, mit der wir bisher relaten können, ist der Kameramann. Der Side-Character starrt während der gesamten Fahrt einfach nur ausdruckslos in die Leere. Why are we still here? Ich finde das auch geil, dass die den Bus so besetzt haben, dass die alle hier vorne sitzen. Ich meine, kennen die sich oder ist es einfach, ja, wahrscheinlich kennen die sich. Warum sitzt er denn nicht einfach neben mir? Der gesamten Fahrt einfach nur ausdruckslos in die Leere. Why are we still here? Just to suffer. Just to suffer. Beim Bauern angekommen, gibt es das erste Interview. Cinematografisch wird jetzt mit den Kameraeinstellungen gespielt und man schaut durch die Linse des Kameramannes. I'm Gloria Winters, Secretary of Agriculture. In today's short series, we will show you how our government serves our local farmers and how their laws and regulations benefit their work. Der Farmer ist natürlich gar nicht. Aber das war ein guter Take, weil sie spielt ja so diese Businesswoman, die sich so gar nicht interessiert für irgendwas. Und da hast du jetzt richtig gemerkt, so, wenn ich mir das anschauen würde, dann würde ich auch heraushören, ah, okay, die juckt das gar nicht, aber sie tut so, als würde sie jucken. Weißt du, das hat sie gut gemacht. Show you how our government serves our government serves for the land worker. Local farmers and how farmers. Their laws and regulations benefit their work. Der Farmer ist natürlich gar nicht happy mit der Regierung und nimmt kein Blatt vor den Mund. Farmer aufs Feld. I believe our government and the government's job helping the local farmers here is, well, it ain't exactly what I'd call great. They just flat out don't listen to us. Damit kann Gloria nichts anfangen und fängt an, sich das Video zurechtzuschneiden. So wie Photoshop. Dann sagt der Bauer plötzlich das hier. His job helping the local farmers here is great. I think they just flip. Ey, wie kann man meinen Man so dirty machen? Listen to us. So nämlich. Wer braucht What the fuck? Schon generative AI und Deepfakes, wenn man Gloria Winters Editing Skills hat. Okay, so viel zum Setup des Films. Gloria ist das pure Böse, die Assistentin ein Opfer und Christian Baker findet sich selbst ziemlich geil. Geil, ich bin stark, ich bin Number One God. Jetzt ist es endlich Zeit für die große, unerwartete Transformation von Gloria. Nach einem weiteren katastrophalen Interview kommt ein trauriges Kind auf sie zu. Es erzählt ihr mit Tränen in den Augen, dass ihr Vater kein Geld hat. She told Mama that my name is Trites, but yeah, he had a social Christmas present. Ein wahrer Genie. Ein geringverdiener Kind. Der Wieselis. Wer hätte ahnen können, dass ein trauriges Kind als Auslöser reicht, einen so komplexen Menschen Gottes wie Gloria Mann. Fundamental umzukrempeln? Für Gloria verändert dieser Moment ab. Also die Gloria, die stelle ich mir so vor, dass sie dann zu dem Kind hingeht und es gibt ihr so einen Fünfer oder sowas, aber sie will das Kind halt nicht angreifen, weißt du? Also sie gibt ihr das so und lässt es dann fallen, so kurz bevor sie es takt und dann fällt es so auf den Boden und das Kind schaut sie so verwundert an und die denkt, ah, alles, nimm das. Sie ist ein neuer Mensch. We're leaving. What? Why? We aren't done. We didn't get anything we can use here. We're done. Auch Christians, seht ihr, was sie mit dem Namen gemacht haben? Ohnehin schon komplexer Charakter kriegt mehr Tiefe. Wait. What? You went to Harvard. Ja. Yeah. Von vielen Leuten ist der Traum, eines Tages mal an einer Elite-Universität wie Harvard zu studieren. What on earth are you doing here? Und egal, um welches Thema es geht, ob Studium, Familie oder Job, Christian Baker schafft es immer und immer wieder, das Gespräch auf Gott und seine Nächstenliebe zu lenken. This is my home. These people, they're my family. It's not my plan I'm trying to follow. It's his. Glory. Warum gehst du denn überhaupt nach Harvard? Gloria fährt den Christentrip jetzt ebenfalls komplett. Ja, was geht ab? Ich habe in Harvard studiert und einer von den krassesten Abschlüssen mitgenommen. Habe einfach da im Ausland gewohnt und sowas, damit ich das hinbekomme. Aber dann bin ich wieder hergekommen und einfach... Zum nächsten Interview geht's per PJ mit einem Piloten, der dem Captain zu sehr aus der Pennymark-Doku verdächtig ähnlich sieht. Welcome aboard the Heaven Express. I'll be your pilot today. Ich bin immer noch Captain zu sehen. Ich habe das Patent. 1, 2, 3 und die 6. Gloria sorgt sich jetzt um die Probleme der Bauern. Im Interview wird aber nicht auf die Ursachen des Problems eingegangen, sondern Gloria stellt deutlich wichtigere Fragen, die den Film wieder auf Linie bringen, weil man mittlerweile wirklich keinen roten... Safe Kartoffelsalat, da gab es ja auch einen Weihnachtsfilm. Welcher Part war denn das? 3 oder so, gell? ...einen Faden mehr hat. Oh, da gibt es diesen einen Moment bei...
bei Stefan Raab. Oh, ich weiß nicht, warte mal ganz kurz. Stefan Raab. Torge? Finde ich da Fresh Torge? Ach, das war so ein unangenehmer Moment. War das der hier? Was sagen Sie da? Und worum geht's da? Ah ja. Es geht um... Er macht jetzt einen Joke und niemand lacht und das ist so unangenehm. Ein Junge, der die Schule wechselt und wie der Name Kartoffelsalat eben sagt, bricht dort ein Zombie-Virus aus. dann... okay, lass mal das. Your number one Christmas wish this kann year. Kann passieren. Hallo! Mach mal hier vorne zwei und hinten drei drauf. Christian Baker beobachtet Gloria beim Interview wie ein stolzer katholischer Priester einen Messdiener, der zum ersten Mal vor Gott läutert. Und wie beim Priester und seinem Messdiener entwickelt auch Christian romantische Gefühle für Gloria. Das kommt ein bisschen aus dem heiteren Himmel, denn bisher haben wir zwischen den beiden null Vibes gespürt. Nö. Was? Jetzt dreht der Film aber voll auf und entwickelt sich zu einer richtig weirden Rom-Com. Okay, drum geht das. Die beiden laufen nach dem Abendessen mit dem Bauern und seiner Familie zu ihren Schlafzimmern. Es werden flüchtige Blicke ausgetauscht. Sie laufen zögerlich zu ihren Zimmertüren, greifen gerade nach der Tür und sie poppen sich eine Oxy und drehen sich dann im selben Moment zueinander um. Nein. Und dann stellt Baker die eine Frage. You wanna go for a short walk in the snow? Sure. It's so beautiful outside. Bro, ist dir nicht kalt? Jetzt chill mal. I haven't seen real snow like this in years. Nach dem Spaziergang im Real Snow? Aha, hat sie nur den Fake-Schnee gesehen? Weißt du, Christian, bei uns, da sieht man nur den Fake-Schnee, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du ein bisschen Oxysaft da? Komm, lass mal ein bisschen den. Oh, jetzt sind wir keine Christen, oder? Lass mal das. Watte? Was ist das, Watte? Im Schnee? Oh, hell no, man. What the Niemals. Hell is even that? Verlieben sich die beiden und Gloria schlägt vor, die Farmer in Gewerkschaften zu organisieren. Hier wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, das Projekt endlich zu beenden. Aber als ob das nicht auch voll teuer ist. Das kostet safe so 200 Euro und da so einen Weg mit Watte, oder? Oh my God, no way, yeah, yeah. Aber an dieser Stelle geht der Film noch über eine Stunde und die Handlungsstränge werden noch konfuser. Erst ist Bakers Ex plötzlich in der Stadt und Gloria glaubt, zwischen den beiden würde wieder was gehen. Das Missverständnis wird dann aber aufgelöst, es wird eine wilde Brücke zur Weihnachtsgeschichte geschlagen und endlich minutenlang Jesus gepriesen. Jesus, the King, came into the world. He was the King of the universe and the Son of the Most High God. Jesus is just so happy to receive us and accept us. It amazes me that Jesus is interested in us. Gloria kriegt dann for real nochmal ein Jobangebot, verlässt Baker in einer emotionalen Schwarz-Weiß-Szene und kommt am Ende wieder zurück, um Baker einen unchristlichen Kuss zu geben. Damn. Since we're both believers and both married, it was originally written in the script that it's a fake kiss. Ah, Gott sei Dank. Damit endet der nicht endende Film. Ja, aber haben sie sich jetzt geküsst oder nicht? Ey. Wir sind gespannt, mit was für einem Meisterwerk die Weasleys sich die nächste Ein-Sterne-Bewertung abholen. Oi, warte mal ganz kurz. Nochmal zurück, Mikko. Kann ich da nochmal sehen? Ha, wo waren wir da? Hallo. Weasleys sich die nächste. Wie viele Bewertungen sind das? Das ist die Frage. Also der ist auf jeden Fall besser als der letzte. Das ist doch schon mal was. Also 1,0, eine glatte 1, das ist auch nicht einfach zu bekommen. Aber 1,2 ist schon ganz gut. Ein Sterne-Bewertung abholen. Nein, Freunde, es wird wahrscheinlich kein Film werden. Es wird eine Serie werden. Bis dahin checkt definitiv mal Culture Culture ab. Ihr könnt die neuen Sachen innerhalb der nächsten 48 Ja. Bestimmt. Ja, ist auch ein bisschen teurer, aber okay, wenn es eine gute Quali hat. Bestellen. Wir haben einen Haufen Oversized Tees, nice Shorts, eine Cap und generelle Sommervibes im Angebot. Ab nach cultureculture.com, feiert gut und Case closed. Der Amen auf jeden Fall an der Stelle. Krass. Also es wird da noch eine Fortsetzung geben, oder was? Es wird eine Serie. Eine Serie mit Folgen, die jeweils 2,5 Stunden lang gehen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da wäre ich dann, bis ich 50 Jahre alt bin, da wird dann die Serie beendet, oder was? Naja, bin mal gespannt.